Hey zusammen und willkommen ganz recht herzlich zu einem weiteren Teil von Crusader Kings Rajas of India. Nun ja, ging ja gut ab im letzten Part. Wer es gesehen hat, weiß es, ich konnte hier einen weiteren Unterwerfungskriegsgrund anwenden und ja, das Königreich von Malwa erobern. Und das habe ich dann auch getan und habe mir ein gutes Stück weiteres Land im indischen Raum gesichert. Genau, ich kann jetzt... Oh, ich dachte, ich könnte mein Gefolge erhöhen. Leider doch nicht. Ich könnte natürlich hier diese 400 Bogenschützen und ja, 100 Schwertkämpfer, schwere Infanterie, hole ich allerdings hier die Bogenschützen mit den Kriegselefanten. Rechtmäßige Einkerkerung. Und wieso kann ich den einkerkern? blablabla. 64% hat es, dass der automatisch eingekerkert wird. Ich warte noch mal kurz, weil eigentlich mag der Typ mich. Das ist das, was mich so ein bisschen abhält. Ich bin eigentlich ganz beliebt bei dem. Ich sehe gerade, ich bin allgemein in der Welt sehr, sehr unbeliebt. Also bei meinem Vasallen sehr, sehr unbeliebt. Woran liegt das denn? Aufgebracht durch Nachfolge in Rechtsänderung. Ja, die sind halt alle sehr, sehr sauer, weil ich hier so viel geändert habe. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Da muss ich mir was einfallen lassen, weil dass das irgendwann explodiert, ist irgendwie vorherzusehen. Naja, da bringt mir erstmal nur abwarten, wie alt ist denn mein Typ? Oh mein Gott. Meine Frau ist schon 50. Ich forsche jetzt mal schwere Infanterie hier. Was mich jetzt so ein bisschen stört, ich habe gar keinen männlichen Nachfolger. Die werden einfach nicht schwanger. Ich bin doch erst 49, sollte doch noch locker gehen. Ich habe jetzt auch eigentlich nichts, was das einschränkt. Also, verstehe ich nicht so ganz. Obwohl ich jetzt schon so viele Konkubinen habe. Kann ich keine Kinder bekommen. Ich versuche die jetzt mal umzubringen. Allerdings ist die leider sehr, sehr beliebt. Weswegen das wohl eher nichts wird. Und das ist meine Tochter. Die kann ich jetzt natürlich verheiraten. Hierhin. Ich warte mit dem Verheiraten. Ich will eigentlich einen Sohn haben. Das geht so nicht. Zwei Töchter. Jetzt bin ich 50. Ich versuche nochmal Konkubinen zu nehmen. Aber da gibt es ja auch keine mehr. Da habe ich ja schon... Alter, die ist 17. Die ist sogar schwanger. Ich nehme die mal. Das habe ich drei Konkubininnen. Ja, mit so einem weiblichen Nachfolger lässt sich halt auch nicht ganz so gut arbeiten, leider. Wenn ich ihn jetzt so verheirate, Kinder, die diesen Paar geboren werden, werden nicht eure Dynastie angehören. Da mache ich materiell. Das würde er aber nicht annehmen. Ja, ich kann mir schon vorstellen, warum. Sehr, sehr schade. Hm.
Die soll mal schwanger werden hier. Das bringt mich gerade echt zu Weißglut. Warum wird die nicht schwanger? Warum hat die erst zwei Kinder geboren? Kokobin habe ich jetzt. Mehr geht anscheinend gar nicht. Ja, komm, die ist 40. Die kann ich meinen lassen. Vielleicht finde ich eine bessere Konkubinin. 47, 4. Yeah, ich habe einen Sohn bekommen. Was? Meine Gattin? Ist sie fremd gegangen? Ja, ist sie. Tatsächlich, meine Frau ist fremd gegangen. Oder doch nicht? Doch. Lustig. Ja, was ist das jetzt? Die hat doch eigentlich ein Kind bekommen. Ach, das ist dann gar nicht mein... Gar nicht mein Nachfolger. Okay. Das ist neu. Ich dachte, der würde mein Nachfolger werden dann. Ja, da muss die jetzt einfach weg hier vom Fenster. Dafür habe ich jetzt auch gar keine Zeit. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal, die zu ermorden. Ich kann sie gar nicht einkerkern, schade. Naja, komm, kill ich die mal. Ein verdächtiger Unfall, uiuiui. Ich weiß von nichts. So, und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich hier eine bekomme, die möglichst lüsternd ist oder sonst was. Stolz, tapfer. Das ist alles nichts. Gierig. Komm, fällt er mir immer nach Alter. Ja gut, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Stolz, gierig, nee. Zornig, neidisch. Lüsternd, du bist lüsternd. Merken uns die mal, aber vielleicht wird mir doch noch jemand besseren. Ja, das hier Gold für mehrere ist ja auch gut. Es gibt ja auch 15%, aber. Hat meine Frau Gold für mehrere? Ja, und ist Genie, die hat. Das war natürlich das, was sie, warum ich sie auch genommen hatte. Genau, ich erinnere mich. Ja, ich würde allerdings schon ganz gerne ein bisschen auf die Werte gucken auch. Es ist nicht ganz so ja, uninteressant.
Neidisch. Ne, das ist doch alles nichts hier. Vielleicht hier was. Gierig, stolz. Goldvermehrer. Dann nehme ich mir mal die 22-Jährige hier. Hast du bestimmt auch. Wohltätig, ja, nehme ich die. Vielleicht schafft die es mir noch, einen Sohn zu gebären. Hallo, ich habe doch eine Heirat in Auftrag gegeben. Okay. Ja. Was könnte ich mal machen? Ich könnte mal meine Garnison ausbauen. Meine Städte. Und so vielleicht an ein bisschen mehr Geld kommen. Oder eben an mehr Soldaten. Ja. Bin mal gespannt, ob die jetzt schwanger wird. Noch ist sie nicht schwanger, das wäre auch ein bisschen schnell gewesen. Och man, die Meinungen sind natürlich nicht sonderlich gut bei meinen Vasallen über mich. Aber was soll ich tun? Gar nichts kann ich doch tun. Schickte Geschenk. Eieiei. Der will die Kontrolle über das und das, ja. Was könnte ich überhaupt mal als nächstes erobern? Ja, Unterwerfungsrisiko ist natürlich zu teuer momentan, der kostet mich so viel Pietät. Ja, und Safariden, oh ja, das wäre nicht so eine gute Idee, glaube ich. Ich gucke gerade, was die so an Truppen haben. Persien, 14.000, na gut, mehr als das Doppelte. Wie ich. Lass mich die mal ausbilden von dem hier. Bla 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 bla. Ja, immer noch nicht schwanger. Tja. Ob das noch was wird? Wenn nicht, muss ich tatsächlich die Tussi spielen. Was ist das hier? Genau, das ist ja auch so ein Staat, der entstanden ist und na leider. Ich kann momentan eh kein Unterwerfungskrieg schon verwenden, so wie ich das sehe, genau. Das geht jetzt wieder, glaube ich, beim nächsten Herrscher dann. Ah, jetzt kann ich nicht die Burginfrastruktur forschen. Oh! Oh, eine meiner Konkubinen ist schwanger, aber super, das ist irgendwie total random, weil ich glaube, das wird dann eh nicht als mein Nachfolger eingesetzt, aber es könnte natürlich auch sein, das wird das wahrscheinlich auch sein, dass der einen anderen Vater hat, ja genau. Ach so, oh mein Gott, fail. Das war gar nicht meine Frau, die irgendwie fremdgegangen ist, das war meine Konkubinen. Oh Gott, deshalb. Oh Gott, bin ich blöd. Das wäre aber auch ein bisschen krass gewesen. Naja, Entschuldigung, ich habe dich trotzdem umgebracht. Verzeih mir, okay? Also, ich bin auf jeden Fall noch fruchtbar, wie es ausschaut. Also, in dem Spiel. Und ich natürlich auch. Was? So, Marshall. Da haben wir gar keinen guten. Das ist ja echt ein bisschen holprig. Was wir da an Marschallen haben, an Generälen.
des Reiches. Ja, sag ich, bin beschäftigt. Technologie erforschen in Delhi. Und die sind technologisch aus. Können wir vielleicht noch was machen? Legalismus wäre natürlich jetzt so ein Ding, was ich auch gleich machen kann. Und ja. Geldtechnisch geht es doch auch vorwärts. Burgstädtchen. Burgmauer wurde gebaut. Ja, dann baue ich da mal eine Burgmauer. Ich bin echt mal gespannt. Ein Sohn wurde geboren. Und endlich. Es ist halt, geht einer Konkubine minus 1 Diplomatie, aber who cares? Ich habe einen Sohn. Sehr, sehr geil. Ja, dadurch geht das mit dem Asylum jetzt auch wieder ein bisschen besser. Allerdings immer nicht wirklich gut. Aber besser. Gut, da ich jetzt einen Sohn habe, kann ich die Konkubinen natürlich entlassen. Ich brauche euch nicht mehr. Ihr habt euren Soll erfüllt oder auch eher nicht. Ja, die Provinz würde ich jetzt immer noch ganz gerne haben. Allerdings schafft es mein Typ einfach nicht, einen Anspruch darauf zu fingieren. Der macht euch jetzt schon seit was weiß ich wie vielen Jahren. Ohne Erfolg. Ja, diese rechtmäßige Einkerkerung, ich glaube, darauf komme ich nicht mehr zurück. Boah, minus 89, wer ist das denn? Eure Verwandte, minus 89. Ehrgeizig, ach du Kacke. Ja, komm, dann lege ich die um, ey. Minus 89, ich glaube, bei der hackert's. Ey, die ist ein Kind und ist ehrgeizig. Die wird nur Probleme machen. Wirklich viel habe ich da aber jetzt nicht Verschwörungsstärke. Man sieht, ich habe nicht ganz so viel Zusammenhalt im Reich. Es ist tatsächlich so. Das wird sich aber auch irgendwann mal ändern. Ob es nicht schon geht. Und jetzt könnte ich natürlich auch meine. Ich bin so früh gestorben. Ich starb aber eines natürlichen Todes. Naja, gut. Meine Mutter ist jetzt Regent. Ne, wer ist Regentin? Meine Halbschwester. Wie sieht es mit den Fraktionen aus? Wie viele Truppen habe ich? Das kann nicht gleich geblieben sein. Doch ist es. Okay, auch gut. Ja, meine ganzen Dinger hier sind weg. Kanzler unter anderem. Ich fingiere trotzdem Anspruch weiter. Ich ja, verwalte. Wirtschaftstechnologie studieren. Dein Agentenführer. Und ein Gebildeter, beziehungsweise ein Heiligen oder Priester oder was auch immer. Nun gut, meine Regent ist meine Halbschwester. Warum hasst die mich so ehrgeizig? Alter, die ist halt ehrgeizig. Ich hasse ehrgeizige Leute. Die machen nur Ärger in dem Spiel. Minus 90, was ist denn hier los? Persönliche Diplomatie, weiblicher Nachfolger, kurze Herrschaft, Hofe der Labka, oh, verlangt nach dem Titel. Ach du Kacke. Sag mal, wie ich das irgendwie positiv machen soll. Ja. Naja. Schauen wir mal, ne? Schauen wir mal, was so kommt.
Naja, und die kann ich ja verheiraten. Das ist ja... Alles aus Rata. Ja, mache ich locker. Der ist König davon. Okay, das würde ich leider nicht machen. Naja. Gut. Das hätten wir auch geschafft. Hoffentlich nimmt der die Heirat an. Genau, das ist jetzt mein Verbündeter. Nicht der. Du da. Verbündet. Genau hier. Nee. Doch nicht. Ich dachte, das sei mein Verbündeter jetzt. Naja. Ich habe nicht wirklich viel Karma, wenn ich es mal so sagen darf. Und ich habe wieder einen Unterwerfungskriegsgrund. Nur leider, leider. 0 Karma. So 0,0, aber. Boah. Gib euch mal die Abbasid. Das ist ja nicht mehr lustig hier. Was geht denn bei denen? Polen ist auch mächtig, sehe ich. Hm. Interessante Dinge in der Welt. Leider nicht. Ist hier jetzt so ein Part, der nicht ganz so interessant ist. Vor allem, da wir jetzt hier noch ein Kind sind und das ist auch noch für eine sehr, sehr lange Zeit. Ich bin gerade mal ein Jahr alt. Das ist natürlich heftig, nenne ich es jetzt mal. Müssen wir jetzt tatsächlich warten und ich muss mal gucken, wie ich meine Vasallen wieder ein bisschen einigermaßen zufrieden stimmen kann. Das geht halt einfach nicht, wenn ich so ein Kind bin und einfach gar nichts habe. Manche verhassen mich einfach und die müssten wahrscheinlich auch im Laufe des Spiels verschwinden von der Bildfläche. Ich könnte natürlich noch dann eine Sache versuchen, nämlich die würde ich echt ganz gerne dann umlegen. Die hat minus 100 bei mir, ey, meine Verwandte. Weißt du, was für eine Verwandte? 53. Erfolgschance und entdeckt werden 0%. Ja, dann mache ich das mal. Ja, ist tot. Da haben wir jetzt schon mal einen großen Feind weniger. Und in dem Sinne würde ich sagen, beende ich den Part auch und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Teil wieder. Bis dann, ciao.